Jo, sind wieder bei Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal haben wir uns für das schlechte Ende entschieden, indem wir Julius eben nicht töten. Ich kann kurz zeigen, wir haben dafür noch eine Trophäe bekommen und ein neues Outfit, was ich noch nicht gesehen habe. Was ist die Farbvariation? Schick. Ja, und wie gesagt, eben halt der Erfolg dafür, ich glaube, Blutsbruder hieß da, Blutsbrüder. Ansonsten kam dann nach dem Ende nichts mehr. Ich konnte speichern und bin einfach direkt hier im Gasthaus rausgekommen. Von daher, einfach über die gleiche Datei speichern und man kann hier direkt weitermachen. Na gut, dann wollen wir uns mal jetzt diesmal dem richtigen Ende stellen. Oder dem richtigen Weg. Ich werde jetzt aber die Zwischensequenzen einfach überspringen. Da springen, glaube ich, mal dann bis zu einer Entscheidung. Oder halt bis eine neue Zwischensequenz beginnt. Why the hell is this required to get to Kanan? Another way to test the nature of humans, I suppose. Sorry. But surely humans and spirits can learn about each other without having to resort to this. You're preaching to the choir, Maxwell. But it seems like Origen thinks otherwise. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed. Well, das können wir auch überspringen, das hatten wir schon. So. I'll do it. Julius, I'll use your life to build the bridge. So you're ready. If that's the case, let me be your big brother one last time. I need to see for myself if you're strong enough to see this through. Wait! Stop! We have no right to intervene in their fight. Sorry about the entrance exam. This time, the test is real. Ja, und man erkennt diesen Kampf eventuell wieder. Das ist der Kampf, wieso bin ich geschwächt? Den man ganz am Anfang des Spiels mehr oder weniger gemacht hat. Ich halte mich mal eben kurz. Natürlich hast du noch eine... Wieso hast du als einziges gerade eine Windschwäche? Natürlich habe ich gerade keine Windschwerter da. Okay, das heißt, das sind die stärksten, das müssen die weisen Messer sein, ne? However, I accept you. You now have the power to choose for yourself. Au! Machst du Schaden? Komm her. Und weggetreten und heilen. So. Der mir einfach mein Schild wegtritt. Jetzt habe ich auch natürlich kein Chromatus. Ich warte, bis mein Chromatus sich wieder auflädt. Okay, jetzt laufen wir so ein bisschen weg. Weil ich möchte ihm nicht in sein... Ja, da möchte ich ihm ungern reinlaufen, weil wenn er dieses Ausrufezeichen auf dem Kopf hat, heißt das, dass er daraus ein Mystic Art rausmachen kann. Und er wird es wahrscheinlich auch machen. Au. Habe ich gerade irgendwie mich um 1000 KP geheilt? Wie auch immer. Okay, lässt das komplette Disintegrate nicht mit sich durchmachen. Und gibt mir sein Disintegrate. So, immer wieder ein bisschen heilen. Nehmen wir uns noch den dritten mit. Oh, jetzt habe ich sogar nur meinen Zweier-Chromatus, mehr oder weniger. Und nicht den von eben den Dreier. Natürlich bin ich jetzt noch verwirrt. Aber zum Glück habe ich ja diese Chance, wiederbelebt zu werden. Zum Glück. Das wäre sonst ein bisschen schlecht.
So, ich glaube, ihr macht doch lieber das. Ja, und tschüss, Komatos. Aber wir haben zumindest fast besiegt. Und ich laufe wieder. Du kriegst mich nicht. Oder auch doch, weil du mich einfach mal mit zwei Attacken eben mal tötest. Ach. Wenigstens kann ich mich jetzt mal direkt von Anfang an heilen. Und mir wieder mal das Waisenmesser geben. Und wir probieren es nochmal. Na, natürlich bin ich schon wieder verwirrt. Schöne Attacke. So, Falling Snow möchte ich auch mal einsetzen. Wir haben einfach ins Gesicht boxt und tötet wieder. Ah! The One-on-One-Kämpfe. Ah, okay, also Blutung macht nur dann extra Schaden, wenn ich mich... Ja, wenn ich auch kämpfe. Okay, es ist einfach mal ganz viel blocken. Oder auch nicht, weil er mir einfach mal meine Verteidigung kaputt haut. Oder ich einfach hochspringe. Das geht natürlich auch. Nope, nope, nope. Ich nutze den Komatos einfach aus, sobald ich ihn habe. Ist besser, als irgendwie darauf zu warten, einen Mystic Art noch rausholen können. Wow. Das war gut, dass ich genau in dem Moment gerade gesprungen bin. Jetzt haut er wieder durch. Verwirrt mich. Finde ich auch gut. Ja, darf ich wieder? Wow, bitte was? Oh, die Attacke kann ich auch. Schick. Ja, ich bin gleich tot. Ich brenne so ein bisschen. Jetzt blute ich schon wieder so ein bisschen. Wieso mache ich bei Disintegrate nie Blutungen? Au. Und irgendwo wurde ich immer wieder so ein bisschen geheilt. Ach Moment, das sind die Waisenmesser. Stimmt ja, die können ja heilen. Da war ja was. Ab und zu heilen die mich ein bisschen. So, nicht mehr viel. Aber die Musik ist gut. You're never going to achieve victory like that. Not against our family's curse. Not against Beasley. Your desire fuels the Chromatis. It won't grant power unless you want it. Do you have what it takes? I shall test your resolve. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Stufe 3 Chromatos. Und wir haben Yggdrasil erlangt. Und ruft mich zurück. Ja, und jetzt... Entschuldigt bitte, könnt ihr mir sagen, wie spät es ist? Meine Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Warte mal, seid ihr nicht? Ach egal, verzeiht, dass ich mir... das habe ich mir wohl nur eingebildet. Ja. Wo sind wir jetzt?
Unglaublich, dass aber angeblich gibt es eine Bahnhofskarte im Menü für nur für Mitarbeiter, das unglaublich sein soll. Wie man hört, liegt das zum Teil an einem neuen jungen Koch, der seit kurzem dort arbeitet. Wo sind wir hier? Und wo ist Julius? Suchen wir ihn. Ich würde ja mal schätzen, ist einfach bei uns zu Hause. Oder auch nicht. Ach, wir laufen einfach so ein bisschen durch die Stadt und gucken mal. Oh, Leia. Und der Redakteur. Wir werden uns anhören, was ihr zu sagen habt, Alvin? Wir werden eure beiden Geschichten kombinieren. Ich bräuchte das Einverständnis. In Ordnung? Jürgen. Investigative Berichterstattung. Das wird schwierig. Mein Partner weiß immer sehr gut mit so etwas, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist unser Chefredakteur. Alvin. Ja gut. Alvin hat sich irgendwo versteckt. Da ist Alvin. Es ist sehr friedlich da draußen. Wenn es früher so gewesen wäre, als ich aufwuchs, wäre ich ein besserer Mensch geworden, als ich es jetzt bin. Schauen wir uns so weiter in der Stadt um. Vielleicht finden noch ein paar andere Leute aus unserem Team. Oder allgemein noch ein paar andere Leute. Da hinten ist auch sonst keiner. Hier jemand? Doch, da. Ach, das ist mein Freund Tipo. Willst du mal streicheln? Hey, was hast du diese Puppe gekauft? Sie ist so niedlich. Ich hätte in der richtigen Reihenfolge gelesen sollen. Moment, habe ich da gerade Muse gesehen? Das war nur eine Laterne. Muse, Laternen, ist ja fast das gleiche. Ah, Ron und Gaius. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ist sie bereits angekommen? Ja, angeblich sind sie bereits im Gasthaus eingekehrt. Ich sollte euch darauf hinweisen. Wäre es möglich, dass ihr ihn Ersten nennt, solange er in dieser Stadt ist? Oh, wer ist denn im Gasthaus? Schauen wir doch mal. Da ist keiner. Ist auch keiner. In was für einer Welt sind wir hier gelandet? Finden wir hier noch irgendjemanden? Nee, hier ist auch keiner mehr. Finden wir aber trotzdem noch Muse, Miller und Jude. Schauen wir mal im anderen Apartment, ob wir da jemanden finden. Vielleicht kriegen wir sogar jeden zu Gesicht. Oder ich habe vom Spirits-Gebäude da jemanden übersehen. Verstehen ja da vorne. Ah, sieh mal einen an. Schon gut, ich werde euch allen Autogramm geben. Übrigens, würdet ihr mir bitte euren Namen geben? Denn ich muss natürlich wissen, an wen sie adressiert werden sollen. Verdammt, warum gehen sie immer zuerst zu Rito? Hört mal, junge Dame, wir haben Arbeit, also Beeilung. Oh, ich kann sogar hier rein. Ich muss gerade so ehrlich sagen, das kenne ich alles noch gar nicht. Ich glaube, ich habe damals direkt nach ihm gesucht, anstatt mich hier so ein bisschen umzuschauen. Aber schön, wenn man hier so alles teilweise trifft. Man könnte ja schon fast meinen, das ist eine Splitterdimension. So viele Leute, die man hier trifft, die sich so ein kleines bisschen anders verhalten. Okay, hier kann ich doch rein. Da ist niemand, mit dem ich reden kann. Nee. Dann schauen wir mal weiter. Ich möchte doch zumindest alle meine Leute finden. Ist jemand drin? Nur ein Mädchen. Schauen wir mal, ob wir oben bei Baylon jemanden finden. Ich meine nämlich, der wohnt hier? Falsche Seite. Da? Baylon? Sieht nicht nach Baylons Room aus. Oder war Baylon ein Stockwerk tiefer? Oder kann man gar nicht zu Baylons Haus? Das kann auch sein. Schauen wir mal. Ah, hier ist Balance Zimmer. Also doch einfach Stockwerk tiefer. Ja, und sieh mal, wer hier steht.
Ich habe Miller noch nie so gesehen, aber dennoch. Ich habe dir Bestes da draußen im Geisterreich und das heißt, dass ich mir ebenso viel Mühe geben muss. Fühlt euch einsam, wenn ihr eure Freundin nicht länger gesehen habt. Ich glaube, ich würde ziemlich schnell verrückt werden. Verstehe, da draußen ist jemand, der euch viel bedeutet. Keine Sorge, eure Forschung ist sicher ein Erfolg. Ich glaube an euch, Professor. Ach, dann sind Miller und Musée vielleicht gar nicht hier. Sondern sind im Geisterreich. Dann haben wir uns jetzt einmal komplett in ganz Triglav umgeschaut. Dann wollen wir doch mal nach Hause gehen. Und unsere Katze ist zurückgekehrt. Hi. Du hast eine Emo-Brille mitgebracht. So. Such mal weiter. Dann auf zu den letzten Apartments. Sag mal, Luga, habt ihr schon mal gedacht, allein zu wohnen? Wenn ihr das tätet wäre, dann wäre das toll für Julius und Rollo nicht. Wäre das für Julius und Rollo nicht so toll? Das ist Julius. Er scheint was drauf zu haben, aber er kann manchmal so ein Schussel sein. Na dann. Suchen wir ihn mal. Yikes, look at the time. Gotta move. Not so fast. You know I can't stand dressing up. Well, you need to learn to stand it. Maybe someday. You're impossible. Whoa, now I'm really late. I'll make pasta margarita for dinner tonight, okay? Still trying to butter me up with tomatoes. It works, but still. Jetzt können wir uns, glaube ich, sogar ziemlich sicher sein, dass es eine Splitterdimension ist, wenn wir schon ein anderes Ich von uns da sehen. What's up? Forget something? Oh. I sure wish I could have eaten one last pasta margarita. Hey, don't worry about it. There are worse things than being dragged around by your brother. You're the one who showed me that. Go on, Luca. Now it's your turn to look after someone special. Go and create your perfect world. Und wir sind wieder zurück.
Nachdem wir jetzt diese Illusion auch zerstört haben. Wieso haben alle Sterne und die beiden nicht? Ich bin soweit. Es ist Zeit, dass wir losziehen. Wie sich die Sterne ändern von der Farbe her. Je nach dem Hintergrund. So sind sie gelb, so sind sie orange. Tatsache, das sind keine gelben Sterne, sondern die sind sogar nur, sagen wir mal, so ein gelber Filter drüber. Und da sieht man den richtig gelb und da sieht man wieder orange. Gut, aber ich würde aber sagen, das werden wir uns aber erst im nächsten Part alles anhören, was die jetzt zu sagen haben. Ich finde, den Part kann man so ziemlich gut abschließen. Jetzt haben wir unseren eigenen Bruder wirklich getötet. Sowohl hier als auch in einer Splitterdimension. Ja, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.